Okay, weiter geht's. Okay. Okay, sehen uns mal Sektion an, der ist sowieso bei Nummer 2 Stand Up Memories gestorben. Der Name von Nummer 14, ob er wohl eine Bedeutung hat? Ich weiß, wie sie heißt. Ich weiß es. Sprich mit Sykes, wenn du bereit bist. Okay. Aber erstmal Berichte. Roxas Tagebuch. Ich bin jetzt eine Woche hier. Sykes meint, ich sollte Tagebuch führen. Was soll ich beschreiben? Heute sollten wir in den roten Raum, um das neue Mitglied zu treffen. Nummer 14. War ich genauso, als ich hierher kam? Ich glaube schon, aber ich kann mich nicht so gut daran erinnern. Gegnerprofile werden wir sowieso später kennenlernen. Oh. Gucken wir uns dein Gefäß an. Hey, was geht ab? Ich heiße Roxas. Hey. Blaue Augen und so. Hey. Okay, und sie macht einen auf Zombie. Okay. Bereit zum Aufbruch? Ja. Sei ihm ein guter Lehrmeister, Axel. Keine Sorge, er schafft's schon. Roxas macht schon Mädchen klar. Komm, Roxas. Hey, was ist da denn? Machst du dir Sorgen um die neue? Wie heißt sie nochmal? Nummer 14. Shia. Huh. Genau, das wusste ich auch. Shia. Gespeichert, Roxas? Das ist ein Standardsatz. Ja. Sicher? Und wie heiße ich? Axel von Seebach. Axel. Und dein Boss? Semnas. Semnas. Sag ich doch. Sehr gut, Roxas. Den Namen würdest du nie vergessen, hm? Okay, gehen wir. Das werden wir am Ende noch sehen. Das werden wir noch am Ende sehen. Ob er den Namen vergisst oder nicht. Das Ende ist sowieso am traurigsten bei diesen Spielen. Wenn ich daran denke, werde ich wieder so emotional. Ach, das Ende. Und bei mir sieht ja alles komplett. Ich glaube, die ganzen Geheimberichte kriegt man auch, wenn man das als Profi spielt. Twilight Town. Ey, da hätten sie das besser machen können, oder? Oder die hätten es einfach weglassen können, weil was bringt es, das nochmal dahin zu schreiben? Man sieht ja den Namen da voll. Geht ab. Okay, reden wir jetzt zunächst mal darüber, was wir auf Mission tun. Missionen sind, das sind, weißt du, pach. Oh, da bläst eine Maultrübsal. Weißt du was, reden ist doof. Legen wir einfach mal los und machen uns die Hände schmutzig. Folge mir. Der sieht immer aus, ob er so einen Stock im Arsch hätte. Der hat immer den Arsch nach hinten, so nach hinten. Ja, das Tutorium brauchen wir echt nicht zu sehen. Geh zu Axel, geht klar. Jawohl, gut gemacht. Hat er mich jetzt gerade gelobt, dass ich gesprungen bin oder wie? Ja. Aber glaub ja nicht, dass du die Mission nur mit Rennen und Springen überstehst. Oh. Du musst auf der Hut sein. Was meinst du damit? Du musst die Augen offen halten. Manchmal ist das, was du suchst, direkt vor dir. Alles klar? Ja, glaub schon. Na gut, dann wird es jetzt Zeit für einen Probelauf. Hier ist irgendwo eine Schatztruhe. Ich möchte, dass du sie findest. Mehr soll ich nicht tun? Mehr kannst du auch nicht. Ich weiß, ich tu dir nicht weh. Und denk dran, dich umzusehen. Okay. Ja, jetzt sind die Kamerasteuerung. Also man kann auch so machen. Die Kamera so drin, aber... Ich habe meine Kamera so, wie ich die will. Dazu kommt noch eine Erklärung noch. Aber erstmal hier hin. Und wir haben Geld gefunden. Und öffnen mal das Tor hier. Du hast den Schalter bestätigt. Warte mal, ging es... Achso, erstmal gehe ich dahin. Weil in der Richtung, wo ich gleich gehen wollte, war schon das Ziel. Von unten sieht man ja in der Karte das, wo das Ziel ist. Und so. Erklärt er nicht irgendwie über das Tor hier? Okay, da war noch ein anderes. Okay, geht klar. Es läuft alles flüssig, das ist sehr gut. Schlag auch. Gut. So
So will ich das haben. So will ich das haben. Jetzt kommt die Erklärung zu diesen Echsen da. Axel, was ist das? Eine Barrikade, die bedeutet, dass du hier nicht entlang gehen sollst. Du meinst, dort gibt es nichts? Tja, so ungefähr. Sie halten uns sozusagen auf Kurs. Und bewahren uns vor Problemen. Ich meine, hey, schau es dir doch mal an. Großes, bedrohliches X. X-Faktor. Nein, danke. Ja, dazu musst du mir nicht erklären. Axel hat es mir schon erklärt. Wie viel Leben ich habe. Heftig, heftig. Wir haben die Truhe gefunden. Ist das die Truhe? Nein. Das ist so ein rundes, viereckiges Ding. Aber klar, gut gemacht. Worauf wartest du noch? Die Mission war, die Truhe zu finden. Habe ich es denn noch nicht geschafft? Ach, Roxas. Ach, Roxas, das mit den Truhen ist so eine Sache. Da ist meistens auch was drin. Was ist es? Soll ich die Truhe öffnen? Nein, wir gehen einfach mal weg und lassen es einfach mal so. Ja, in der Regel machen wir es so. Der stellt irgendwie dumme Fragen. Okay, er ist vor kurzem geboren, aber trotzdem. Bisschen Menschenverstand schadet dir auch nicht. Ja, ich weiß hier. Eine Potion gefunden, geht klar. Und das war unsere Mission. Gute Arbeit, du kannst behalten, was du gefunden hast. Okay, ZZS, zurück zum Schloss. ZZS, zurück zum Schloss. Na los, geh durch den dunklen Tunnel, durch den wir gekommen sind. Was habe ich euch gesagt? Ich kenne mich halt mit dem Spiel aus. Ja, ich weiß, dass man da durch den... Mann. Manchmal denken sie echt, wir sind so Schwerbehinderte oder so. So, was soll ihr machen? Okay, das haben wir geöffnet, deswegen geht es hier schneller. Und da sind wir. Zurück zum Schloss? Ja. Yay, yeah, Applaus und so. Bravo, und was denkst du? Kommst du mit Mission klar? Entschuldigung, lauter bitte, konnte nicht ganz folgen. Nein, du musst an den Lärm hier legen. Was für ein Lärm? Ja, pst, hör genau hin. Hörst du das? Das ist der Klang der Perfektion. Der will jetzt irgendwie Witze reißen, oder was? Haha, hat der Zombie etwa gerade einen Witz gerissen? Okay, Schlaumeier, du warst gut. Und zu deiner erfolgreichen Mission, gehört ein kleines Sahnehäubchen. Bisschen Schlagsahne. Bisschen Schlagsahne, von wo denn? Aber müssen wir denn nicht zurück zum Schloss? Roxas, willst du nicht deine Schlagsahne haben? Später, du erinnerst dich doch an unseren Platz, oder? Ach, die Musik bringt zu Erinnerungen zurück. Ich höre eine Krähe. Aber nicht von mir, also im Spiel höre ich eine Krähe. Hier bitte, das Sahnehäubchen. Hallo, sagst du nicht mal Dank oder wie? Wie wurdest du denn? Achso, er wurde ja nicht erzogen. Verdammt! Weißt du noch, wie dieses Eis heißt? Ich weiß es noch. Meersalzeis. Meersalzeis. Hab ich doch schon gesagt. Merkst du endlich, Mann? Einfach mal ignorieren und reinbeißen. Ist echt salzig, aber auch süß. Haha, Roxas. Das gleiche hast du auch neulich auch schon gesagt. Echt? Kann mich nicht daran erinnern. Hey, wie lange bist du schon hier? Eine Woche? Vielleicht. Vielleicht? Wenigstens das müsstest du doch wissen. Lass ihn doch, er ist vor kurzem geboren. Schon okay, es geht eh erst heute richtig los. Ja? Ja, hier bist du, im Einsatz für die Organisation. Ab heute bist du einer von uns. Ein Typ mit schwarzen Kutten. Hey, zumindest ist das schon mal ein Anfang, denke ich. Jetzt mal schön essen. Und unsere erste Mission geschafft. Eine Potion bekommen. Es war mein erster Arbeitstag für die Organisation. Sie gaben mir Missionen, die ich erfüllte. Wartet. Aber wenn mich gefragt hätte, was ich tue, hätte ich wohl mit Schweigen geantwortet, wie immer. Tag 9. Herzlose kennenlernen. Dieser weiße Ding da nervt auch irgendwie, aber ist ja nicht so schlimm. Roxas, auch heute arbeitest du mit Malushia.
komm zu mir, wenn du soweit bist. Da hast du es. Willkommen in der Gemeinde, Roxas. Lang lebe Kingdom Hearts. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Lesen wir uns mal das durch. Axel und ich waren heute im Twilight Town. Er hat mir viel beigebracht, bevor wir zum Schloss zurückkehrten. Haben wir auf dem Uhrenturm ein Meersalzeis gegessen. Axel meinte, das sei die Belohnung für meine harte Arbeit. Verstehe ich nicht. Wird von uns nicht auch harte Arbeit erwartet? Nein, musst nicht. Du musst eigentlich nicht immer hart arbeiten. Liegt immer an bei dir. Wir brechen auf, sobald du bereit bist. Okay, das DMX und das Wechseln. Ein Schlüsselschwertträger kann sich als lehrreich erweisen. Und spielt sein Instrument? Nein, schon gut. Okay. Typisch DMX. Okay. Ach, Twilight Town. Struggle-Turnier war auch hier, oder? Ja. Roxas, richtig? Ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Malusia, der Hübsche. Nummer 11 meine ich. Okay, was müssen wir heute tun? Deine heutige Aufgabe ist das Sammeln von Herzen. Wie geht das denn? Roxas, kannst du dein Schlüsselschwert für mich beschwören? Ja, aber sicher. Schwuppdiwupp. Das schöne Schwert. Gut, Nummer 13. Endlich jemand in unseren Reihen, der das Schlüsselschwert führen kann. Nicht führen kann. Ach, Schattenlöschen. Hey, was ist das? Große Käfer. Nichts, wovon man Angst haben müsste. Echt nicht. Okay, Roxa, sollen wir deine Kräfte mal testen? Benutze dein Schlüsselschwert und besiege diese Herzlosen. Okay. Geht klar. Kommt mal raus hier. Ich muss auch noch ziehen lernen. Ja, ich weiß, dass da Geld kommt. Ich brauche eher das Geld. HP kriege ich sowieso schon genügend. Gut, diese Herzlosen nennt man Schattenlurche. Kenne ich von Chain of Memories. Aber was sind Herzlose? Dunkle Kreaturen, die immer auf der Suche nach Herzen sind. Es gibt zwei größere Arten. Die du gerade besiegt hast, nennt man Reinblüter. Reinblüter lassen keine Herzen fallen, wenn du sie besiegst. Also brauchst du dich nicht um sie zu kümmern. Immerhin lautet deine Mission, Herzen zu sammeln. Und wir sehen uns im nächsten Part. Okay, doch nicht Schluss, es geht noch ein bisschen weiter. Okay, die Herzlosen, also Schattenlöche, dreckiger Art, braucht man nicht die andere Art. Emblem-Herzlose. Ist hier drüben. Vergiss die Schattenlöche. Erledige sie, Roxas. Das sind deine wahren Ziele. Wieso weißt du, warum das meine Ziele sind? Vielleicht will ich einen Job haben? Arbeit haben? Frauen, Kinder, hallo? Okay, ich habe da was bekommen. Das will ich haben. Mondstein. Ach, du kannst sowieso nicht. Mondstein. Dankeschön. Zickzack-Zipfler kennt man ja sowieso. Die nennen ja Emblem-Herzlos, sag ich ja. Was ist das Besondere an denen? Sie haben ein großes, rotes X am Körper. Hast du gesehen, als du sie besiegt hast, sind Herzen erschienen? Stimmt. Deine Aufgabe ist es, die Herzen zu sammeln. Oh, hast du mir jetzt extra dafür... Gibt's da einen Trick? Nein, wenn du die Herzlosen mit dem Schlüsselschwert besiegst, sammelt es die Herzen automatisch. Verstehe, und was passiert mit den Herzen, die ich sammle? Sie schließen sich zusammen und erschaffen eine allmächtige Kraft. Kingdom Hearts. Und das ist gut, oder? Kingdom Hearts zu komplettieren ist das Hauptziel der Organisation. Und dafür brauchen wir so viele Herzen wie möglich. Das ist es, was die Organisation macht? Herzen sammeln? Du bist der Erste der Organisation, der das kann. Das wird sich später ändern. Moment mal dann. Die anderen können auch Herzlose besiegen, aber wir können keine Herzlosen einsammeln. Also keine Herzen sammeln. Nach einer gewissen Zeit verwandeln sich die Herzen wieder in Herzlose. Verstehst du jetzt, wie besonders du bist? Okay, jetzt muss ich einen Cut machen. Also, bis später.